Willkommen zurück. Ein neues Video und zwar auch ein neues Format, was wir jetzt einführen werden. Pros und Cons bei den Autos, die wir testen. Wie ihr auch schon gesehen habt im Review, wir haben den Z4 M40i zum Testen da gehabt vom BMW für 14 Tage. Und jetzt wollen wir mal in einer ganz ausführlichen Kurzfassung erklären, was hier so die Pros und Contras an dem Wagen sind. Also bleibt dran, let's go. Also, fangen wir mal mit den Pros an. Und zwar haben wir einmal eine neue Karosserie. Generell ein neues Design, ja. Wir haben hier ein etwas maskulineres Design, wie man es eigentlich nicht so gewohnt ist. Ein Zetti ist ja normalerweise ziemlich feminin gehalten, ja. Aber hier haben wir sehr, sehr viele neue Designelemente eingearbeitet. Zum Beispiel auch in die Motorhaube, wie man hier sieht. Auch die Kiemen, das hatten wir auch schon mal angesprochen, gehen jetzt in den Seitenschweller über und ziehen sich bis nach hinten zum Hinterrad. Und das ganz Besondere hier ist, das ist hier so ein Materialmischmasch gibt. Wir haben einmal Alu-Türen und eine Alu-Haube und der Rest hier, wie zum Beispiel die Heckklappe, Seitenschweller, das ist alles aus Kunststoff und das kommt dem Gewicht zugute. Das finden wir sehr, sehr gut, weil dadurch hat man auf jeden Fall ein bisschen besser optimiertes Gewicht mit ganz einfachen Maßnahmen. Gerade wo wir beim Design sind, fällt euch wahrscheinlich auch die Lackierung auf und zwar haben wir jetzt hier eine neue Variante von Frozen Grey, das ist nämlich Frozen Grey 2. Das ist eine Seidenmattlackierung, kann man sagen. Das Besondere an dieser Lackierung ist einfach, dass man, wenn man den Wagen halt von mehreren Winkeln anguckt, man hat einfach die Möglichkeit, die ganzen Designlinien zu erkennen. Durch den Lack hat man nämlich den Vorteil, dass man hier Schattenkanten und Lichtkanten besser erkennen kann, was das Design noch mal ein bisschen maskuliner macht. Das ist mit Unilackierung oder Metallic-Lackierungen in Glanzoptik leider nicht so der Fall. Deswegen ist das wirklich die Farbe, die man sich für den Z4 aussuchen sollte, zusammen mit dem Shadow-Paket. Ganz wichtig. Kommen wir zu Punkt Nummer 3 und das ist das Triebwerk. Der B58 B30 ist somit das Beste, was wir bisher gefahren sind. Es steht zwar M-Performance drauf, wurde wahrscheinlich auch ein bisschen von der M-Performance dann bearbeitet, was so Leistungskurve und Drehmomentkurve angeht, aber an sich ist es halt leider kein richtiger M-Motor. Nichtsdestotrotz leistet er sehr, sehr gute Performance und macht auf jeden Fall in diesem kleinen Wagen extrem Spaß. Kommen wir zu Punkt Nummer 4 und das ist der Verbrauch. Und ich muss wirklich sagen, für ein Fahrzeug, das so performant ist, ist der Verbrauch extremst moderat. Wir lagen bei unserem Test zwischen 9,8 und 12 Litern im Stadtverkehr meist. Und das ist für solch ein Fahrzeug wirklich unnormal gut. Punkt 5 ist so ein Ding gewesen, wo ich mir nicht ganz sicher war, ob das so wirklich richtig ist. Und zwar ist es der Radstand. Der ist ein bisschen kürzer geworden zu den Vorgängern, ist aber dadurch wesentlich agiler geworden. Das heißt, wenn man ein bisschen sportlicher mit dem Wagen um die Kurven fährt, will das Heck direkt kommen und das merkt man dann. Man sitzt ja fast auf der Hinterachse. Das macht zum einen extrem viel Spaß. Zum anderen muss man sagen, dass die Karosse hier 30% steifer ist und das merkt man deutlich, auch mit dem adaptiven Fahrwerk vor allem. Wenn man da auf Sport stellt oder auf Sport plus das Ganze, das macht nochmal richtig Spaß. Auch beim G29 hat BMW extrem viel Fokus auf das Infotainment-System gelegt. Die neueste Generation vom iDrive-System ist so unfassbar, unfassbar ausgeklügelt und durchdacht und bis zur Perfektion ausgereift, dass man es kaum beschreiben kann. Man kann mit dem iDrive-Controller nach wie vor auch wie bei der letzten Generation Buchstaben eingeben, Wischgesten eingeben. Man kann das zentral angeordnete Bediendisplay kann man auch per Touch steuern und natürlich gibt es auch noch die anderen Methoden, zum Beispiel den iDrive Controller ganz klassisch mit Drehen und Drücken und auch die Multifunktionstasten im Lenkrad. Das ist halt alles so eine Sache, die wirklich sehr, sehr fein ist. Was sehr lobenswert ist, sind zum Beispiel die neuen Sicherheitssysteme. Die tun auch ihr Übriges und vermitteln natürlich noch ein Stück weit mehr Sicherheit beim Fahren. Punkt 7 ist vielleicht nicht für jeden so interessant, aber was mir extrem aufgefallen ist, sind die Blicke von Menschen, die das Fahrzeug zum ersten Mal sehen. Es ist unfassbar, wenn man mit offenem Dach fährt, teilweise auch mit geschlossenem Dach, und es ist gerade sonnig und es laufen Leute rum, egal ob jung, alt, männlich, weiblich, divers, egal, jeder guckt dieses Fahrzeug an. Und ich übertreibe kein Stück, das Ding ist wirklich ein Eyecatcher. Ist das noch ein Stoffdach? Ja, richtig. Wir haben hier ein Stoffdach, aber unter dem Stoffdach haben wir hier eine kleine Verstärkung. Das ist deswegen so Hammer. Das kann ich euch jetzt mal ganz kurz zeigen. Das ist deswegen so genial, weil sich hier die ganze Form noch mal ein bisschen weiter nach oben zieht und nicht verloren geht. Das heißt, wir haben hier ein ziemlich massiv wirkendes Dach, was aber nur im vorderen Bereich eine kleine Verstärkung hat. Kommen wir zum vorletzten Punkt und das ist einfach das Fahrgefühl mit offenem Dach. Ich bin schon viel Roadster gefahren und viele Cabrios gefahren und ich muss sagen, das Feeling, was man hier in dem neuen Z4 hat,
ist zwar teilweise so ein bisschen sportlich, ein bisschen enger, aber man hat trotzdem das Gefühl von Freiheit. Und das ist auch auf jeden Fall ein Punkt, der positiv zu bewerten ist. Kommen wir zum letzten Punkt, zum letzten positiven Punkt. Und zwar ist es einfach die Freude am Fahren in diesem Fahrzeug. Ich muss sagen, ich war sehr, sehr skeptisch, als dieses Fahrzeug bei uns ankam. Erstmal wegen dem kurzen Radstand, zweitens wegen dem Design, weil vorne sieht er nicht aus wie ein BMW, sagen wir ganz ehrlich. Auch hinten ist es sehr gewöhnungsbedürftig. Man hat jetzt die neuen, etwas länglicheren, L-förmigen Rückleuchten. Das ist so das erste Mal natürlich so ein bisschen tricky, ja, daran muss man sich gewöhnen, aber wenn man das ein bisschen reifen lässt, ja, dann muss man sagen, gefällt es einem schon das Design, und wenn es dann um das Fahren geht, da bin ich wirklich komplett vom Hocker, weil ich hätte nicht erwartet, dass dieses Fahrzeug mit so einem kurzen Radstand so genial fährt. Es fährt extrem stabil, wenn man den Wagen in die Kurven reinschmeißt, dann kommt ganz schnell das Heck, und was auch sehr wichtig ist, mit der Abgasanlage, die auch hier und da mal Pops und Bangs von sich gibt, ist das eigentlich nur ein Gedicht. Kommen wir zu den negativen Punkten, und da ist mir sofort etwas aufgefallen. Und zwar, als ich das erste Mal auf dem Fahrersitz saß und mir das Armaturenbrett angeguckt habe, ist mir aufgefallen, dass zum Beispiel im Bereich der Nähte das alles nicht so toll verarbeitet ist. Man sieht da so leichte, schlängelnde Linien im Airbag-Bereich zum Beispiel. Und auch hier über dem Instrument sind auch so einige Punkte, die nicht so nice sind, muss ich sagen. Das ist für ein Fahrzeug, was diesen Preis hat und sich als Premium-Fahrzeug schimpft, eigentlich nicht so nice, muss ich sagen. Ein weiterer negativer Punkt ist die Kulisse vom iDrive-System. Und zwar haben wir hier ein touch-sensitives Plastikstück, was Druckpunkte hat, aber auf Touch reagiert. Das Problem dabei ist, dass man hier Plastik hat, auf so einer großen Fläche, macht das Ganze nicht wirklich cool, wenn man aus Versehen mal vielleicht mit einem Ring dran kommt oder ein bisschen drauf tippt, während man Musik hört. Weil dann hört sich das Ganze nämlich so an. Bleiben wir bei der iDrive-Kulisse, denn direkt daneben haben wir einmal den Gangwahlhebel, den neuen. Der ist natürlich richtig cool, modern, klein, schön sportlich. Aber das Problem, was ich hier direkt bemerkt habe, war, dass hier auf dieser Seite, die man leider nicht sieht, zwei Plastikstücke zusammenfinden und das Ganze nicht wirklich sich hochwertig anfühlt, sondern eher wie billiges Plastik. Weil wenn man hier schaltet oder den Rückwärtsgang einlegt, man hat einen Ring an, dann hört man ein unschönes Klappern, und das ist bei einem Fahrzeug aus dem Premium-Bereich nicht so toll. Nächster negativer Punkt ist das Farbmatching. Und zwar haben wir jetzt im Bereich der Mittelarmlehne hier einmal Leder. Ja, einmal hier und einmal hier. Das Ganze ist auch wirklich schön verarbeitet. Das fühlt sich auch wirklich hochwertig an. Aber schaut mal nach von hier drauf. Haben wir hier ein Kunststoffteil und leider zwei verschiedene Farbtöne. Ein weiterer negativer Punkt ist zum Beispiel die hintere Zierleiste. Die ist erstens nicht wirklich gerade. Das heißt, wir haben hier eine Kante. Und wenn man in den Rückspiegel guckt, sieht man diese Kante. Man sieht, dass es nicht gerade ist. Aber das größere Problem ist, schaut mal, kommt mal her. Die wenden hier wirklich kaum Kraft an. Und man kann jetzt hier die Zierleiste hin und her drücken. Und das ist alles andere als qualitativ hochwertig. Der letzte negative Punkt ist für mich persönlich der Preis. Wir haben hier ein Fahrzeug der AG, nicht von der GmbH. Das bedeutet, wir haben hier kein richtiges M-Fahrzeug. Das ist meiner Meinung nach ein kleines Problem. Denn vergleichbare Speerspitzenmodelle von Mercedes und Audi, die kosten zwar ungefähr 3.000 bis 4.000 Euro mehr, haben aber deutlich mehr Leistung und teilweise bessere Verarbeitung. Dementsprechend muss man hier leider sagen, dass man hier in Europa leider den kürzeren zieht, weil hier hat man 340 PS und außerhalb von Europa 388, weswegen der Preis für mich leider ein bisschen zu hoch ist. Aber kommen wir jetzt mal zu einem Fazit. Ich muss sagen, dass mir das Fahrzeug wirklich extrem viel Spaß bereitet hat. Wenn jetzt die Frage aufkommt, ob ich ihn empfehlen kann, ja. Ich würde ihn empfehlen, aber auch wirklich nur für Leute, die Roadster fahren wollen. Ja, also die das wirklich, wirklich lieben und wollen, weil dafür ist dieses Fahrzeug einfach gemacht. Der Preis ist natürlich ein bisschen hoch. Man kriegt für ein bisschen mehr Geld natürlich auch andere Modelle, die halt wirkliche Speerspitzenmodelle sind. Aber wer halt diesen BMW-Charakter haben möchte, der macht mit dem Z4 nichts falsch. Und wer Interesse hat, sollte ihn mal Probe fahren. Ihr werdet sicher davon überzeugt sein. So, Freunde, das war's jetzt mit der Pro- und Kontraliste zum BMW Z4 M40i G29 2020. Und ich würde sagen, wir sind damit durch und wünsche euch allen einen wunderschönen Tag, morgen, Mittag oder Abend, wie auch immer, wann ihr das Video schaut. Und sage bis zum nächsten Mal, eure Buff-Crew.